So, moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja Leute, heute gibt es einen kurzen kleinen Talk. Ich habe heute kein LOL-Video für euch, ich habe nur den Typen hier. Ja, ich wollte euch einfach mal ein bisschen updaten, was bei mir so abgeht. Ein bisschen talken einfach. Vielleicht so ein Fill-Video für die ganzen Ehrenbrüder, die am Start sind. Also, ich bin momentan bei den Unicorns of Love, Leute. Ich spiele in der deutschen LOL-Liga, also die Prime League. Schaut auf alle Fälle mal vorbei auf Twitch. Einfach twitch.tv/PrimeLeague. Ja, ich bin da der Toplaner, ist klar, ne? Ich bin der Toplane-Main, Leute. Wir stehen gerade momentan tight auf dem ersten Platz mit drei anderen Teams. Also sehr, sehr spannender Split. Leute, mir geht's eigentlich einigermaßen gut oder sehr gut. So, irgendwo da. Ich mache das, was ich mir vornehme. Ich spiele sehr viel League. Versuche besser zu werden. Versuche gut zu spielen in meinem Team. Und mache, wie ihr merkt, wieder bis Content. Ne, ich versuche da auch dran zu bleiben, vor allem bei den YouTube-Videos. Ist mir eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dass ich da dran bleibe und nicht wieder. Oh, da klingelt mein Wecker. Dass ich dann nicht wieder in eine Zeit komme, wo ich einfach 8 Monate kein Video mache oder so. Deswegen gibt es vielleicht jetzt auch mal so viele Videos, wo ich einfach das laber, was ich labern will. So, ich zeige euch mal hier den Gaming-Raum. Ich bin ja im Gaming-Raum gerade. Normalerweise seht ihr mich in den Videos in meinem Streaming-Raum. Der ist auch im Eingangsbereich vom Hotel. Dann sehen die ganzen Leute mich. Das ist ein bisschen weird. Es ist nichts Besonderes hier. So, da sind einfach 5 PCs hier. Also 5 PCs. Und da ist ein TV zum Reviewen. Da sitzt der Coach. Ja, mehr ist es auch nicht. Mehr ist es actually auch nicht. Kann ich mal, also wir haben so einen Aufenthaltsbereich und Aufenthaltsraum, einen Balkon und ich habe ein Hotelzimmer. Und wir können auch immer hier mit Frühstück und Mittag essen im Restaurant. Also sehr, sehr, sehr entspannt hier. Ich bin hier ziemlich glücklich. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ich gehe auch übelst oft, aber ich gehe regelmäßig ins Gym. Das habe ich mir auch vorgenommen, Leute. Auch nice, dass ich das am Durchziehen bin momentan, aber man weiß ja nie bei mir. Ich bin so ein Mensch, Leute. Ich komme in so eine Routine rein. Ich meine, das ist bei vielen Leuten so. Und wenn irgendwas passiert, was mich aus dieser Routine rausbringt, struggle ich so hart, wieder zurück in diese Routine zu kommen. Dazu gibt es vielleicht in der Zukunft mehr, wenn ich nicht mehr so im E-Sports involviert bin, Leute. Also in Teams als Spieler. Kann ich da vielleicht mal richtig viele Talks raushauen, was so war. Warum das immer so war, dass ich 2 Monate da, 2 Monate weg, 2 Monate da, 2 Monate weg, oh, 5 Monate nicht da, oh, 5 Monate wieder da, so, wisst ihr, ist natürlich nicht toll für mich und für euch, aber da gibt es vielleicht in Zukunft mal öfter was. Content-mäßig wird eigentlich das kommen, was momentan kommt, Leute, Streamer-Lights, Off-Meter-Gameplays, wenn ich es zeitlich schaffe, das ist zeitlich echt nicht leicht, Leute. Was gibt's noch? Ich habe überlegt, ob ich so Team-Videos hochlade. Muss ich noch schauen. Vielleicht machen wir einfach mal ein Q&A. Schreibt einfach mal alle Fragen, die ihr habt, unter diesem Video, dass ich, wenn ich ein Q&A machen werde, was bestimmt passieren wird, dass ich hier drunter ein paar Fragen zu beantworten habe. Alright, Leute. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von diesem kleinen Video. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen mit einem neuen Video. Macht's gut. Ciao.